Rehmannshof in Essen, ein Ort, der Hoffnung macht, ein Ort, der euch Hoffnung macht. Guten Morgen, wir alle haben Sorgen, wie es mit der Zukunft der Menschen weitergeht, aber es gibt Projekte, die einem Mut machen, die Hoffnung machen, die uns Hoffnung und Mut machen. Im Kleinen beginnt das, und wenn die Saat der Hoffnung erst einmal gesetzt ist, dann gibt es keine Ängste mehr, sondern gibt es nur noch Liebe. Ich möchte mit Euch heute zusammen ein tolles Projekt betrachten. Stellt Euch vor, auf einem Bauernhof inmitten von Schweinen, Gänsen, Shetland Ponys und Kaninchen haben 8 Obdachlose aus Essen, die als hoffnungslos, was die Eingliederung in den Arbeitsmarkt angeht, haben einen Platz gefunden, wo sie ein neues Leben beginnen können. Sie sind suchtkrank, sie sind komplett aus der Gesellschaft gedrängt, ohne Lebensziel, eben obdachlos und nach Ansicht der meisten Menschen einfach wertlos. Das sind die Menschen, die keiner mehr beachtet. Warum? Weil die Gesellschaft den Wert eines Menschen an vielen Dingen, wie zum Beispiel Geld, Aussehen, Karriere und vor allem an Zetteln festmacht. Den einzigen Zettel, den die Obdachlosen noch in ihrem Besitz haben, das ist wahrscheinlich einfach die alte Zeitung, mit der sie sich den Arsch abwischen. Aber ehrlich gesagt erscheint mir die Zeitung strapazierfähiger als mein auf zartem Rosépapier gedruckten Diplom. Aber ich habe dadurch durch diesen Zettel einen Wert und der Obdachlose nicht. Schaut Euch mal die YouTuber gerade im Ernährungsbereich an, die anfangen zu schwafeln, wie viel sie wert sind, weil sie einen Zettel haben, also oder weil sie Medizin studieren und einen Zettel wollen. Und dann trotzdem Wissen ohne Studien und wissenschaftliche Unterfütterung posten. Ne? Aber sie haben einen Zettel oder sie wollen einen Zettel. Und das Schlimmste, sie können den größten Scheiß erzählen. Die Menschen glauben es häufig. Warum? Weil sie einen Zettel haben. Jedenfalls, die Eingliederung der Obdachlosen funktioniert in unserem System so gut wie gar nicht mehr. Und dann war es das irgendwie? Nein, dann war es das eben nicht mehr. Die Gesellschaft für soziale Dienstleistungen in Essen betreibt eben jenen Bauernhof. Fernab von dem Leistungs- und Profitstreben der Gesellschaft. Hier werden die Obdachlosen einfach nur aufgenommen und ihnen einen Sinn gegeben. Einen Wert. Und wie ihr Euch vorstellen könnt, nach den ersten irritierenden Reaktionen der Obdachlosen, ne, dass sie plötzlich einen Wert haben, als sie realisiert haben, dass man ihnen Verantwortung gibt und vor allem den ersten Kontakt mit den Tieren, dass man ihnen wieder Liebe schenkt, das Wichtigste im Leben. Tiere interessiert keine Zettel, Tiere interessiert kein Geld. Ne? Sie sehen das Lebewesen und wenn das Lebewesen mit ihnen respektvoll umgeht, dann schenkt das Tier einem Liebe. Und das erfahren die Obdachlosen. Bedingungslose Liebe. Einfach weil man ist, wie man ist. Ja. Und da beginnen die Menschen, die in den Augen der Gesellschaft wertlos sind und einfach nur eine Belastung für die Gesellschaft darstellen, ja, da beginnen die wieder für sich und eben auch für andere Menschen und Tiere zu arbeiten. Wieder produktiv zu sein. Ne? Sie beginnen sich auch wieder zu spüren und sie beginnen auch andere Lebewesen zu spüren. Sie beginnen wieder Kontakt aufzunehmen. Sie reduzieren nach und nach, wie in diesem Projekt auch sichtbar, ihre Süchte und genießen ja, etwas, was in einer einfachen Umgebung auf dem Land absoluter Normalfall ist. Sie werden als Mensch wahrgenommen. Ihnen wird kein Wert beigemessen, welche Schulnote sie haben, wie viele Zahlen sie auf ihrem Bankkonto stehen haben oder wie groß die Familie ist oder wie viele Freunde sie bei Facebook haben. Sie sind Mensch, das ist der Wert. Ne? Sie sind Mensch. Sie sind für die Tiere da und die Tiere sind für sie da. Einfach. Natürlich und echt. Mit Sinn. Das ist so ein tolles Projekt. Jetzt lasst das mal noch einen veganen Bauernhof sein, wo Tiere nicht als Nutztiere gehalten werden, sondern ja, wie in einer Art Gnadenhof, wo sie ja, einfach leben können. Ja, das ist nicht toll? Eine Arche der gestrandeten Seelen, die von der Gesellschaft ausgestoßene Menschen und die vom Schlachter geretteten Tiere quasi zusammenführen. Gemeinsam in eine neue Zukunft. Ich habe diesen Bericht über diesen Hof gelesen. Und bin einfach nur voller Hoffnung für unsere Welt.
Wie geht es euch, wenn ihr von solchen sozialen Projekten hört? Geht da auch nicht in euch so eine Woge der Hoffnung rum, dass wir Menschen wirklich auch für uns selber den Drang haben, anderen Menschen zu helfen? Also nicht nur wir selber, sondern halt auch viele andere Menschen. Dass wir gut sind und dass wir uns auf einem Weg in eine bessere Welt voller Menschlichkeit und Mitgefühl begeben? Also mir geht das so. Teilt mir eure Gedanken zu diesen und anderen sozialen Projekten mit und teilt das Video mit all denjenigen, die Hoffnung verloren haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen, hoffnungsvollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.